Anlässlich der jüdischen Kulturtage in NRW 2011 zeigen das Museum für Kunst- und Kulturgeschichte und das Museum Ostwall in Kooperation mit dem Kulturbüro die Ausstellung Benno Elkan, ein jüdischer Künstler aus Dortmund. Zu sehen ist die Ausstellung vom 18. März bis zum 22. Mai. Der Innenstadt Ostblock sprach mit einem der Kuratoren der Ausstellung, Dr. Peter Schmieder, über den Künstler und Menschen Benno Elkan. Benno Elkan war Traditionalist im besten Sinne, war ausgebildet, richtig gut ausgebildet an der Karlsruher und Münchner Akademie. Zunächst im Zeichnen, da hat er sogar Extrakurse belegt und späterhin im Bereich der Skulptur. Und dann hat er Aufträge aus Dortmund gekriegt und die blieben auch eine ganze Weile ihm erhalten, selbst als er schon nicht mehr in Dortmund lebte. Denn er ist ja von München aus dann relativ bald nach Frankfurt gezogen, beziehungsweise in die Nähe, nach Hessen erst und dann nach Frankfurt. Aber der Kontakt zu Dortmund blieb immer vorhanden. Er war also ein Künstler, der in verschiedenen Sparten arbeitete, kann man das so sagen? Ja, er hat sich stark auf die Skulptur konzentriert. Wir zeigen in der Ausstellung Bildnisbüsten von ihm. Wir weisen auf die Arbeiten auf dem Ostenfriedhof, auf den Grabmälern hin. Wir zeigen die Liegende erstmals in dem Gebäude, für das sie entstanden ist, nämlich für die ehemalige Sparkasse. Als Leihgabe der Sparkasse zwei Häuser weiter. Und wir zeigen den Flötenspieler, der auch lange Zeit als verschollen galt, weil er war zuletzt im Opernhaus gesehen worden und ist Gott sei Dank wieder aufgetaucht und können wir jetzt auch hier in der Ausstellung zeigen. Also schon Skulpturales und vor allen Dingen auch noch den Hinweis auf die Menorah in Jerusalem, aber zwei, sagen wir mal, alt hergebracht Flachware, ein großes Gemälde, Leihgabe Rösner Fuß, in dem auf Dortmunder Stadtgeschichte Bezug genommen wird im weitesten Sinne, auf allegorische Art und Weise. Und eben Zeichnungen aus der Studienzeit von Benno Elkan, die zeigen, was er für ein guter Zeichner war. Als Künstler war er eher traditionell konservativ, war er als Mensch genauso? Kann man eigentlich nicht sagen, denn er war ein Libertin, könnte man fast sagen. Er hat auf jeden Fall immer auf der richtigen Seite gestanden. Als Jude natürlich insofern, als dass dieses Volk unglaublich viel erleiden musste im Zuge des Holocaust, aber darüber hinaus als Mitglied des Frankfurter Künstlerbundes nach der Revolution 1919, da war er Vorsitzender des Künstlerrates, sprich also, er hat dafür gesorgt, dass andere Kollegen, aber auch er selbst Aufträge kriegten und hat die Künstlervertretung organisiert, also nicht Künstler als Individuum nur verstanden, sondern solidarisch mit anderen. Und er war ein politischer Mensch, weil er hat alles ganz genau beobachtet an Entwicklungen, die vor sich gingen und hat dann sich entschieden, zum Beispiel die Menorah für die Staatsgründung sozusagen, seine private Staatsgründung in Israel zu machen, dem Staat ein skulpturales Gedächtnis zu geben. Eines seiner Hobby war ja, kann man sagen, britisch-weltmännisch, Anfang. Also in seiner Jugendzeit? Ja, das ist auch jetzt erst in den letzten Monaten sozusagen klar geworden durch die Forschung von anderen, dass Benno Elkan Mitbegründer des FC Bayern war. Das kam so, dass er offenbar diesen relativ jungen und ambitionierten Sport, kann man fast so mit vergleichen mit Golf, wie das hier früher war, dass das auch nur wenige spielten. So spielte man auch am ausgehenden 19. Jahrhundert relativ wenig Fußball. Das war also ein Sport für junge Akademiker eigentlich. Zunächst hat er den wohl kennengelernt in einem Internat. Seine Eltern haben ihn aus Dortmund, aus der Brückstraßenviertel, auf ein Internat geschickt in der Schweiz, in eins der besten. Und schon dort hat er relativ viel Menschen aus der britischen Oberschicht kennengelernt. Und wie wir wissen, das Mutterland des Fußballs, England, dort hat er dann Bekanntschaft mit dem Fußball gemacht und rühmte sich späterhin, als er in Dortmund war, er sei einer derjenigen gewesen, der dann in seiner Lehrzeit den Fußball nach Dortmund gebracht hat. Er hat sogar ein Lied geschrieben, was den Fußball feiert, zu einer berühmten Marschmelodie. Und das wäre noch so ein Traum von mir, dass man das nochmal auffindet in seinen Memoiren, wie der Text geht, weil er behauptet, vielleicht würde das ja heute noch gesungen. Dann wäre das was für die Südtribüne, denke ich. Ja, die letzte Ausstellung von Benno Elkan in Dortmund in den 60er Jahren liegt er jetzt mittlerweile 50 Jahre her. Woran liegt das, dass er in seiner Heimatstadt vielleicht nicht so bekannt ist? Das liegt sicherlich daran, dass er eben einen sehr traditionalistischen Geschmack
vertritt und eigentlich das 19., wenn nicht sogar noch frühere Traditionslinien, der Professor Wettinger hat da gerade darauf hingewiesen, ins 20. Jahrhundert transponiert hat. Er hat sich von Expressionismus nicht beeinflussen lassen, nicht von der neuen Sachlichkeit, nicht von Surrealismus. Auch Nachkriegszeit hat er ja noch immerhin 15 Jahre erlebt. All das hat wirklich eigentlich keinen Niederschlag in seiner Arbeit gefunden. Aber er hat dementsprechend trotzdem auf dieser Seite des Spektrums die Wertschätzung verdient. Wie er selber mal sagt, ich bin vielleicht kein ganz großer Künstler, aber ein bedeutender. Öffnungszeiten des Museums für Kunst- und Kulturgeschichte: Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Donnerstag von 10 bis 20 Uhr, Samstag von 12 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 5 €, ermäßigt 2,50 €.